Was bedeutet dir denn Tschechien? Viel. Ja, wahrscheinlich schon viel. Aber es ist noch eine lustige Frage. Oder was bedeutet einem ein Land? Also sagen wir so. Also es ist einfach ein Teil von mir. Also es ist halt einfach, ich bin glaube schon geprägt worden durch das. Also ich bin in der Schweiz mehr oder weniger aufgewachsen. Also wir haben auch noch im Ausland gewohnt, als ich klein war als Kind. Aber ich habe nie länger in Tschechien gewohnt. Also ich habe das längste, was ich gewohnt habe, dort am Stück ist 2,5 Monate oder so. Aber ich habe halt als Kind jede Sommerferien dort verbracht, mit meinen Grosseltern. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Und klar, also es ist noch schwierig zu sagen, oder? Was bedeutet dir Cham? Oder der Ort, wo du aufgewachsen bist. Es ist halt wie so. Also immer was mehr, bedeutet dir immer, die Schweiz? Immer mehr. Also, was mir die Schweiz bedeutet. Es ist so manchmal ein nicht. Ich würde nicht Hassliebe sagen, aber es ist so manchmal. Ich bin so, ja, so ist halt die Schweiz. Ja, klar. Aber gut, aber genau das habe ich gegenüber Tschechien auch. Also ich meine, wenn ich sage, es bedeutet mir viel, heisst es überhaupt nicht, es bedeutet mir nur positive Sachen. Sondern es ist quasi einfach ein Teil von mir. Und dann gibt es natürlich die Sachen, weißt du, wo so eine gewisse Nostalgie auch hast. Also ja, tschechisches Essen, genau. Oder zum Beispiel Weihnachtsgutzli. Also ich bin jetzt einfach überzogen davon, dass es nirgendwo auf der Welt so eine Weihnachtsgutzli gibt wie bei uns. Aber natürlich auch Backen von meiner Mami, oder? Das ist auch klar. Genau. Schon gegessen? Schon gegessen. Und auch, ich bin auch immer aktiv beteiligt an der Produktion. Das ist also, nur beim Essen. Genau, ja, genau. Nicht am nur, Verwerten? Nicht nur am Verwerten. Nein. Dann nehme ich mir auch wirklich sehr gerne an meine Zeit dafür. Eben klar, oder? Und zum Beispiel so Traditionen oder natürlich auch einfach die Menschen, also meine Verwandten und Freunde dort und so. Das bedeutet einem wahnsinnig viel. Aber ich sehe natürlich auch ganz viele Sachen, die ich sehr problematisch finde oder wo ich auch ein Gespaltenungsverhältnis habe dazu. Also eben, ich kann eigentlich sagen, wohl, Barrierefreiheit in der Schweiz weit weg von gut und böse ist, aber rein vom Standard vom Sozialversicherten-Netz und so, haben wir da schon etwas vom Besten. Also, wenn ich manchmal so höre, Kollegen, nicht einmal weit von uns weg, Deutschland, dann würde es mir manchmal ein bisschen grauen. Also so, ja. Da bin ich schon froh. Ich würde mir manchmal ein bisschen mehr wünschen, ein bisschen mehr Mut. Ich kann aber auch verstehen, also nicht verstehen, aber ich fasse immer mehr an zu schätzen, unser politisches Sein. Also auch, weil eben, wenn du jetzt hörst, eben jetzt im Falsch von Spanien, zweimal gewählt in einem Jahr. Das ist, viermal in der letzten. Das würde in der Schweiz nie passieren. Es ist natürlich sehr langsam. Ja, ja. Und alles, aber es steht auf. Wir haben ein sehr stabiles System, ja, genau. Oder, nein, absolut. Auch wenn man sagt, manchmal, es ist ein bisschen stiefmütterlich. Aber es würde es nie geben, dass es so polarisierende Wahlen gibt wie sonst in Ländern, oder? Wo du eigentlich nur zwei Parteien hast. Das ist ja die grosse Stärke von der Schweiz, dass man miteinander muss Allianzen schmieden, um überhaupt etwas durchzubringen. Genau. Oder? Ja, und es ist ein System, das ausgelegt ist, darauf einen Konsens zu finden, oder? Ja. Genau, und das ist natürlich in vielen anderen Systemen, die sind überhaupt nicht auf das ausgerichtet. Oder nicht mehr. Sie sind vielleicht mal darauf ausgerichtet gewesen, aber haben sich auch. Was ich noch wollte ansprechen, Thema Tschechien, du hast bei einer deutschen Redaktion gearbeitet, wird Deutsch-Tschechisch anders denken als Deutsch-Deutsch. Also weißt, warte, das musst du mir nochmal sagen, wie weißt also, du das? Wie wird Deutsch in Tschechien gedacht, wenn es eine deutsche Redaktion ist? Also ehrlich gesagt, ich glaube, dass die Redaktion existiert, hat glaube wirklich mehr den Grund, also wenn es mir recht ist, dass es wirklich ist für, du hast sehr viele Tschechen, die außerhalb von Tschechien leben. Also es sind ja sehr viele, wegen wirklich der Geschichte, also vor allem im 68, während, also gerade nach dem Prager Frühling oder quasi nach dem Einmarsch vom Warschauer Pakt, das ist so die Geschichte halt dort während dem Kalten Krieg, also mit dem Einmarsch vor allem, also angeleitet von der Sowjetunion, sind sehr viele Leute damals und dann in den Monaten, Jahren nachher sind geflohen. Viele davon auch in die Schweiz, oder? Und eben halt in deutschsprachigen Raum. Und sie haben nicht nur eine deutsche Redaktion, also wenn es mir recht ist, es gibt eine englischsprachige ganz sicher, eine französischsprachige, eine spanischsprachige und glaube auch noch eine russischsprachige. Also hat es zumindest damals gegeben, wo ich dort geschafft habe, vor ein paar Jahren.
Und das ist eine halbstündige Sendung, die produziert wird pro Tag. Und ich glaube, das Zielpublikum ist eigentlich wirklich so ein also bisschen... Also Ausland. Genau. Leute, die im Ausland leben. Oder und vielleicht zweite nicht mehr so, Generation oder genau, so. Also vielleicht nicht mehr so den Link haben, dass sie selber die Sprache noch reden, oder? Aber halt trotzdem irgendwie... Und was sicher auch viel ist, Leute, die in Tschechien leben. Zum Beispiel, ja, deutschsprachige oder eben auch englischsprachige oder so, die zum Beispiel in Prag am Arbeiten sind, einen Job haben. Und sich doch auch darüber informieren, was sind die wichtigsten Sachen, die da abgehen. Aber vielleicht nicht genug Tschechisch können, um die tschechischen Medien zu konsumieren. Ich glaube, es ist so eine gemischte Zielgruppe. Ah, okay. Und wie würdest du jetzt so, eben in Spanien sind es die Wahlen und so, was brennt bei den Tschechen gerade unter den Fingern oder was gibt es dort? Also ich verfolge es natürlich, gell? Eben, das ist echt ein Unterschied. Also ich verfolge es jetzt nicht gleich, wie ich Spanien verfolge, sondern wirklich viel mehr aus dem privaten Interesse. Spanien genau. Ist Arbeit und das andere ist irgendwie genau. So und durch das mache ich es auch. Brillen, oder? Genau, und ich habe durch das wirklich auch andere Brillen an. Also genau. Ich mache es quasi auch nicht mit der gleichen Analyse. Also quasi mit der gleichen Analyse. Ja. Also was in Tschechien sicher ein grosses Thema ist, aber eben das wird sich vielleicht auch wieder ändern in den nächsten Wochen, je nachdem, wenn du das Interview ausstrahlst, ist das vielleicht auch schon wieder veraltet. Aber wer dort sehr beschäftigt, ist der aktuelle, oder eben je nachdem vielleicht nicht mehr aktuelle, Premierminister, der Herr Babiš, der einer der reichsten Männer ist vom Land. Ah. Und ja, genau. Und ja, und wo ihm zumindest vorgeworfen wird, dass er seine Wege gefunden hat, um noch ein bisschen mehr Geld anzukommen auf den nicht allzu korrektesten Weg, also konkret über quasi Nutzung von EU-Geldern, die auf Art und Weise genutzt worden sind, die es nicht hätten sollen. Und da hat es in den letzten Monaten grosse Proteste gegeben, also so grosse okay. Wie eigentlich seit Ende der 80er Jahre nicht mehr. Aber dort ist auch die Frage, gell? Also, das ist definitiv ein Thema, das die Leute sehr beschäftigt, also wo jetzt potenziell auch wirklich wird politische Folgen haben. Also bis jetzt, Datum heute, wo wir reden, sitzt der noch im Sessel. Dezember. Genau, Mitte Dezember. Und je nachdem wird es auch bleiben. Aber eben, das könnte durchaus auch zu ganz konkreten Folgen führen. Aber eben, also das interessiert sehr viele Leute. Aber jetzt zum Beispiel meine Verwandtschaft, die mehr im ländlichen Teil von Tschechien lebt, die jetzt nicht zum Beispiel in Prag ein studentisches Milieu ist oder eben von diesen Leuten, die dann wirklich auf den Platz gehen und demonstrieren und so. Ich glaube, die haben ganz andere Sorgen. Also das ist jetzt auch nicht etwas, wo man dann... Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Verwandten bin, rede ich mit ihnen nicht über nicht Politik. Was hätte passiert, wenn wir mehr so Alltag denken? Genau, also vieles, was mit der eigenen Familie zu tun hat. Und dann, also schon, also es hat natürlich also am Schluss alles mit Politik zu tun, aber halt vielleicht die Frage, wie findet man in dieser Gegend dort, wo jetzt eben nicht eine der grossen Stadt ist, genau, wie findet man einen Job? Was heisst es, wenn man Kinder hat, kleine, um wieder in den Job einsteigen? Weil zum Beispiel etwas, so ein grosser Unterschied ist dazu da, also zumindest in der Region, wo meine Verwandten leben, gibt es fast keine Teilzeitstellen. Sondern wenn du schaffst, dann schaffst du 100%. Und eben sonst. Je nachdem, genau, oder sonst findest du halt vielleicht nichts. Und wenn du einen 100% Job findest, bist du froh. Und dann sind es natürlich dann mehr so Themen, die dann beschäftigen, oder? Also darum, das finde ich auch noch interessant, klar, oder? Es gibt so die Phänomene oder eben so die politischen Prozesse, die ganz sicher das Land prägen, ohne Frage. Aber wenn du dann mit den Leuten redest. Für Auswirkungen, oder? Wie genau. Einzelne, oder, was, einfach, oder was beschäftigt dich wirklich in deinem Alltag? Was sind die Fragen, die du am Morgen aufstehst und quasi erst schon anfängst darüber nachdenken? Ich weiss ja, wie viele Leute das auch in der Schweiz quasi jetzt gerade die letzten Wahlen waren, oder? Also am Schluss hat man ja doch auch noch seine ganz eigene Realität. Eigenes Gärtchen. Genau. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Weißt du, wenn es dann wie nicht eben so die ganz grossen Ereignisse sind, kannst du dann eben vielleicht auch mal Geschichten machen, wo du eben mal mit den Leuten redest über die Themen, die eigentlich viel näher an ihrem Leben dran sind. Ja, oder eben einfach wirklich irgendwie die Themen, die sie prägen in ihrem Alltag.